Frage geht für euch alle. Kleine Frage, Arschkriecher. Wer von euch Pissern hat noch gegen mich ausgesagt damals, außer Bernd? Du wusstest genau, dass ich nüchtern war bei dem Einsatz. Wörns wusste es auch, Amsfeld wusste es auch. Dass das Ding nur deswegen schiefgegangen ist, weil Dietzel auf zwei Geigen spielt, ist irgendwie an der Staatsanwaltschaft vorbeigegangen. Wir hatten Schiss, Martin. Erzähl Papa keinen Scheiß, Arschkriecher. Mach's schön mit Reprovitsch, Mädchen, hä? Während deine Frau zu Hause die neue Essecke einrichtet, naschst du nach Dienstschluss schön von seiner besten russischen Ware. War's nicht so, Schucki? Ich meine, es ist doch nicht nur wegen Dietzel. Martin, wenn wir es diesmal schaffen, den Ring zu sprengen und dabei nicht sein Leben riskieren, dann... Scheiß. Ja, ich bin dran. Keine Chance, tut mir leid. Was? Wann? Reprovitsch hat Dietzel erschossen. Die haben jetzt Wörns als neue Geisel. Der ist denen im Treppenhaus direkt in die Arme gerannt. Okay, ich bin sofort bei euch. Verdoppelt das Einsatzkommando. Das weiß ich. Trotzdem, man könnte sich eine weniger raumgreifende Art und Weise vorstellen, Tüten zu tragen. Wenn man auf beiden Seiten Tüten trägt, die einen noch breiter machen, dann sollte einem das peinlich sein und man sollte die Konsequenzen daraus ziehen. Dieser Frau war es überhaupt nicht peinlich. Und Sie werden sagen, es sei reiner Zufall gewesen. Aber wenn ich versuchte, sie links zu überholen, ging die nach links. Und umgekehrt nach rechts, wenn ich nach rechts auswich. Und das über mehrere Meter. Sodass es mir äußerst schwer fiel, ihr da keine Absicht zu unterstellen. Wenn ich weiß, dass ich nicht über einen Bürgersteig gehen kann, ohne den Verkehr der anderen Fußgänger zu behindern, dann ist es doch das Mindeste, scheint mir. Das Mindeste, wir sagen, an Höflichkeit, an Takt. Dass ich mich umdrehe, sobald ich Schritte hinter mir höre und mich, so gut es geht, in die nächste Hofeinfahrt drücke.